In diesem Video möchte ich dir eine wundervolle Methode zeigen, wie du sehr, sehr schnell dein Gehirn darauf programmierst, dass du viel schneller und einfacher außerkörperliche Erfahrungen machen kannst, vor allem spezialisiert auf das Thema Austritt. Denn das ist der größte Mangel, den die Menschen so haben, wenn sie eine außerkörperliche Erfahrung induzieren wollen, dass sie den Austritt nicht richtig hinbekommen. Ja. Und das kann sehr, sehr viele Ursachen und sehr, sehr viele Folgen haben. Und ich möchte in dieser Quantensuggestion dein Gehirn unterstützen dabei, es umzuprogrammieren, damit diese Blockaden beim Austritt verschwinden. Ja, und das Ganze funktioniert auf mehreren Ebenen. Das ist eine Meditation, eine Quantenmeditation, gekoppelt mit einer Quantensuggestion. Und diese hat den Effekt, dass sie sozusagen dich in die Quantenwelt hineinführt, und in der Quantenwelt ist alles möglich. Das heißt, dass wir leben tatsächlich nicht in einer physischen Re Welt mit Naturgesetzen, sondern in einer Quantenrealität, die auf Basis deines Verstandes, auf Basis deines Glaubens, auf Basis deines Wissens abhängt, ja? Sprich auf Basis deines Bewusstseinszustandes, der daraus resultiert. Ja? Und beim außerkörperlichen Reisen ist es so, ja, man tut sich halt oft schwer, dass man das Gehirn überzeugt, dass man aus dem Körper tretet, weil man sein Leben lang sozusagen mit ihm verschmolzen ist, seit der Geburt. Ja. Und dazu gibt es eben diese Astral Travel Mastery, die dich in einen Prozess führt. Zuerst eher eben eine Induktion, eine Hypnose, dann kommt eine Vertiefung, und dann trittst du ein in die Quantenwelt, wo sich das Gehirn öffnet für neue Möglichkeiten. Und dann fangen Quantensuggestionen an, die dein Gehirn, deine Neuronenmuster, deine alten Überzeugungen umschreiben, damit du viel, viel einfacher außerkörperliche Erfahrungen indizieren kannst. Ja. Und ich lese dir einfach ein paar Beispiele vor, dass du ein Bild bekommst, wie das genau funktioniert. Ja. Wie ein Vogel im Wind frei durch die Lüfte gleitet, gleite ich frei und mit Leichtigkeit aus meinem physischen Körper. Ja. Eine normale Suggestion funktioniert so, dass man sagt, ich bin gesund, aber da kommt, oder man sagt, ich bin außerkörperlich, aber da kommt der Verstand und sagt, naja, das stimmt ja gerade gar nicht, und die letzten 10 Versuche haben auch nicht geklappt. Das heißt, man hat einen Widerstand, und man braucht in der Regel 90.000 normale Suggestionen, damit man das Gehirn umprogrammiert, damit es eine Wirkung hat. Ja. Und bei einer Quantensuggestion sieht es halt ganz anders aus. Dass wir nehmen Metaphern, wo das Gehirn auf jeden Fall sagt, ja klar, so ist es. In dem Fall wie ein Vogel im Wind frei durch die Lüfte gleitet, und das Gehirn sagt, ja klar, ist so, bekommt eine Bestätigung. Dann so gleite ich frei und mit Leichtigkeit aus meinem physischen Körper. Ja? Und dann kann das Gehirn nicht mehr dagegen sprechen, weil da die zweite Suggestion ist in der Zukunft und ist noch nicht geschehen. Und diese Programmierung baut auf einer Programmierung, wo man sagt, ja, das ist ein Fakt, dass die Vögel frei gleiten. Ja. Ein anderes Beispiel ist, wie ein Vogel, der seinen Käfig verlässt, fliege ich frei in die astrale Welt und erkunde neue Dimensionen. Ja. Wie ein Magier, der seine Kräfte beherrscht, beherrsche ich die Kunst des Astralreisens und navigiere mit Leichtigkeit sicher und einfach durch die astrale Welt. Und ich habe da ungefähr 10 bis 15 Quantensuggestionen für dich vorbereitet, die ich dir dann in diesen Zustand, wenn du in Trance bist und eine Frequenz läuft im Hintergrund, die für außerkörperliche Erfahrungen auch zuständig ist. Die bringt dich schon in diesen Zustand, und zufällig ist das in derselben Theta-Range, wo man gemerkt hat in Studien, dass man genau darauf auch sein Gehirn umprogrammieren kann. Das heißt, du kommst in den Zustand der Astralreise von den Frequenzen her, und gleichzeitig wird das Gehirn dann auf diese Quantensuggestionen umprogrammiert. Und da habe ich eben 10 bis 15 für dich vorbereitet, die ich dann dreimal wiederhole hintereinander in diesen 20 Minuten. Und dich dann sozusagen dann rausführe aus diesem Zustand. Und wenn du das mehrmals gehört hast, idealerweise die ersten 7 Tage, dreimal am Tag, und dann je nachdem, wie oft du das nutzt und wie gut du dein Gehirn darauf programmieren möchtest, je nach Bedarf dann, so einmal am Tag oder vorm Schlafen gehen oder in der Früh nach dem Aufwachen, kannst du das sehr gern hören, dann wirst du merken, wie sich langfristig dein Neuronenmuster
verändern und dein Gehirn darauf trainiert wird, dass du dir leichter tust beim Austritt. Ja, vor allem diese ist spezialisiert auf das Austreten aus dem physischen Körper. Ja. Und sie ist so von der Frequenz, dass sie dich auch unterstützt beim Astralreisen und das Gehirn in diesen Zustand versetzt, dass du leichter außerkörperliche Erfahrungen indizieren kannst. Ja. Ich wünsche dir jetzt schon mal viel, viel Freude damit und du wirst auf jeden Fall, wenn du diese Frequenz öfter hörst, merken, wie du dir leichter beim Astralreisen tust, wie du dir leichter beim Austritt tust und das wird auf jeden Fall deine Erfolgsquote auf ein ganz neues Level heben. In dem Sinne wünsche ich dir viel Freude dabei und wir sehen uns im nächsten Video. Übrigens, noch ganz kurz, du kannst diese Quantensuggestion kostenlos in unserer Meditations-App testen, indem du einfach auf Selbstprogrammierung gehst oder auf den du in die Kategorie Astralreisen gehst. In dem Sinne viel Freude damit und wir sehen uns im nächsten Video wieder.